Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem Monat mit Skyblock zusammen mit dem Dölit und dem Sperrik. Und wir haben in der letzten Folge was ganz Geiles endlich hinbekommen. Den doppelten Cobblestone Generator. Also endlich haben wir natürlich hinbekommen. Endlich. Sperrik war so schlau und hat nachgeguckt, wie er geht. Nicht endlich, ich meine natürlich, wir haben ihn jetzt das erste Mal versucht. Ordentlich versucht. Ja. Es wäre geil, ordentlich viele Pfeile zu haben und ein paar Skelette abzuschießen. Ja, das wäre es. Es regnet. Wir sind übrigens in Part 10 angelangt. Ja, Part 10 heute auch mal. Oh, wieso habe ich jetzt nur 50 Frames? Ich habe nur 20. Ich habe 56, das stört mich schon so leicht. Ich stört mich schon so leicht. Nein, da ist ein Villager-Zombie. Heute mal mit einem etwas längeren Part weg ist der Zombie, als kleines Jubiläum. Fuck, zwei Creeper auf. Dass wir mal 10 Folgen geschafft haben in einem Projekt, oder ja. Was? Nein, generell so, dass wir hier so schon mit 10 Folgen sind. Wir wollen ja jedes Projekt 30 Parts machen, also immer Monat. Wir haben ein Drittel geschafft. Ja. Leute, das heißt nur noch 20 Tage und dann haben wir eine neue Map. Mhm. Hip, hip. Also noch 20 Folgen. Genau, 20 Folgen noch und dann haben wir diese Map hier fertig. Wundervoll, da ist eine Hexe. Kann eine Hexe was Geiles toppen? Glowstone, Wasserflaschen, Zucker, oh, Sticks. Oh fuck, oh fuck. Und noch ein paar einige andere. Ach du Heiliger, was machst du denn da hinten mit? Der Zombiefänger von Hamel oder was? Ja, was machen die hier? Ich bin hier der Ratten, wie heißt das? Der Rattentyp da, der. Ja, der Rattenfänger von Hamel. Ja. Der Zombiefänger von Hamel. Ja, von Skyblock. Oh, fuck. Von Minecraft, ja. Mann, stirb doch einfach. Ja, wie nett du doch wieder mal zu den ganzen Leuten bist. Ist ja nicht so, dass sie schon tot wären. Alter, da ist ein Creeper bei uns auf der Insel. Bei uns? Ja. Komm her, Bitch! Skelett in Goldrüstung. Toll für das Skelett. Ich hab grad ein größeres Problem. Creeper? Auch so leicht. Aber er ist tot. Kommen die nicht denn da rüber? Achso. Der ist hier hinten irgendwo gespawnt. Wahrscheinlich müssen wir hier noch ein bisschen ausleuchten wieder. Fuck. Ich hatte den Zwerg von dabei. Yay. Wurde von Zombie erschlagen. Ja, ich spiel's auf Deutsch. Oh fuck. Wieso spielt man sowas auf Deutsch? Oh. Na gut, ich würde es auch auf Deutsch spielen, aber da ich es von Anfang an halt auf Englisch gespielt habe. Weil ich habe mit anderthalb Herzen überlegt, ey, viele Sachen geholt habe. Welcome back. Das wäre ein Skelettisches Spiel. Welcome to life, bitch. Ich habe aber alles wiederbekommen. Na, dann ist ja gut. Das ist echt nice. Aber von 10 Level habe ich nur noch eins. Ja, ich habe auch nur noch ein Level. Scheiße, aber das bringt uns eh nichts Level. Zurzeit auf jeden Fall nicht, nein. Wir müssten mal die Kiste umdeponieren. Ich sortiere da gerade alles ein. Ja, ich sortiere da gerade alles aus. Ja, das sagst du auch nicht früher. Nimm mal den Rest ins Inventar. Mach die Kiste jetzt einfach kaputt. Ja, dann. Ah, gib mir mal bitte die Kiste. Danke. Belohne. Woo! 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Na, 5. Willst du jetzt hinten ein Haus bauen? Ich würde irgendwie sagen, dass wir das Haus so hier so, also in diese Richtung. Ich würde sagen, wir werden so eine Holzbrücke nach hier ausbauen und da hinten dann so eine Holzplattform machen, wo wir dann das Haus haben. Aber 4 breit, würde ich sagen, diese Plattform hier. Also der Weg. Ja, kannst du machen. Können wir am Rand Zäune machen. Ja, deswegen. Jetzt ernst? Ja. Nee, dann musst du neue Bäume pflanzen unbedingt. Ja, also ich meine, ich habe jetzt ein paar Stacks Holz. Dürfte. Ja, ein paar Stacks mehr wäre schon geil, ne? Jeder macht so eine Zweierdings hier, so zack. Ich muss nur aufpassen, dass ich Shift nicht loslasse, weil mein ganzes Inventar ist voll. Oder pack erstmal alles in die Truhe. Nee, eben nicht, ich will die Truhen ja da hinten direkt hinbauen. Reicht der Weg nicht? Oder soll er noch weiter? Wir sollen ein bisschen weiter noch. Aber ich zähl mal kurz, wie weit er ist. Das sind
Ein bisschen mehr als 10, 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Und ja, 20 reicht. So. Das heißt, dass hier eigentlich schon hinten die Plattform anfängt, hier so. Ja. Du musst mir mal Holz geben. Komm mal bitte her. Gelaufen erstmal. Über auf einer sicheren Position. Oh ja, das reicht. Ich würde sagen, dann so 10 Blöcke oder wie weit? Oder 5? Wir können ja die Fackeln dann draußen dranhängen, also am Rand so. Das wäre auch geil. So, ich würde sagen, so 5 in jede Richtung noch. 1, 2, 3, 4, 5 und dann rum? Ich weiß nicht, wie viel. 10 dann? Oder 12? Soll das Holzhaus sein? Ja, natürlich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Würde ich sagen 10. Na, würde ich fast 12 sagen. Dann machen wir 12. Machen wir 12. So, und dann wieder zurück. Bei Squawk ist es, als ob da ein Schwan ist oder so. Was quakt? Du hast wie ein Schwan auf dem Holz, wenn du von der einen Seite guckst. Also stimmt ja, du hast ja ein anderes Texture Pack. Ich benutze ja immer noch Dragon Dance und benutze ja wahrscheinlich immer noch Sfax. Ich habe Sfax ja auch noch drauf, aber ich bin halt eher so der Dragon Dance Mensch. Drachentanz. Ja, das Texture Pack ist einfach nur geil, vor allem wenn man da noch selber mitarbeiten dran kann. Ich gut Deutsch. Wir brauchen unbedingt Fäden, ne? Ja, auf jeden Fall. Denn wir brauchen Betten. Ja, dann brauchen wir einen Bogen unbedingt. Ja, aber erst einmal brauchen wir Betten. Ja, wir brauchen mal unbedingt die, ja, okay, das ist ja auch aus Seite. Weißt du was, wir sind jetzt mal so voll Bonzen. Machen das ganz anders. Aufs Rohholz. Auf die Ecken oder was? Ja, ja, halt die Ecken und den Rest werden wir, glaube ich, aus Stone Bricks machen dann. Nee. Ach so, Stone Bricks. Das wird dann aus Stone Bricks. Soll ich Zeug holen? Setz mal hier erstmal eine Truhe in der Mitte hin, würde ich sagen. Moment, ich will mal kurz gucken. Ich würde sagen, dann machen wir hier hinten so unser Lagerraum ein. Ja, damit wir mal den Scheiß abladen können. Lad mal ab. Ich hab das Obsidian bei gehabt. Wenn ich gestorben wäre, wäre richtig kacke. Ja, und ich hätte den Dings verloren. Warte mal, wir können ein Bett machen. Ein. Ja, ein Bett können wir schon mal machen. Aber da können sich, glaube ich, auch schon beide reinlegen. Du meinst, wenigstens den Spawnpunkt sichern? Ja, dass wir halt hier auf dem Ding spawnen. Dann soll jeder ein eigenes Zimmer kriegen? Nee. Ich wäre für ein eigenes Zimmer, aber... Ey, wir sind bei Skyblock, was erwartest du denn hier? Ja, trotzdem. Ich meine, wenn wir schon auf ewig in diesem komischen Ding hier überleben müssen, ja, dann bitte schön auch ein bisschen Privatsphäre, du weißt. Ein Mann hat seine Bedürfnisse. Ja, du sowieso. Und ich will nicht, dass ich dir beim, du weißt schon... Onanieren? Gute, ja, gut. Dabei zugucke, möchte ich nicht. Ja, wieso nicht? Ist doch toll. Ist doch sexy, ne? Es macht Spaß, es macht Freude, erst der Arsch, dann die Pflaume. Okay. Ich hätte wünscht, du hättest jetzt in dem Moment einfach nur Facecam an, man würde dein Gesicht sehen. Aber der Gesichtsausdruck muss aber auch genial gewesen sein von mir. Ich habe einfach nur gedacht, so, what the fuck? Was erzählt der da für ein Scheiß? Ich weiß noch nicht, vielleicht wird ja irgendwann mal Facecam kommen. Ja, Spurik hat mir abgehalten hiervon. Er meinte erst erst im nächsten Projekt. Hey, das war aber ein ganz anderes Thema. Ja, es war auch Facecam. Ja, aber es war aber in einem anderen Zusammenhang. Ja, ob komplett Facecam. Deswegen. Du weißt ja, das erste Mal, so gesehen hab ich mich ja schon mal gezeigt. A, während eines Livestreams und B, bei einem Video zur Gamescom. Ach ja, das ist 2012. Aber Dr. Yannick. Das hat der liebe Yannick ja damals hochgeladen. Ich weiß gar nicht, ob das Video überhaupt noch da ist. Weil, wenn es irgendjemand interessiert, wie ich aussehe, damals, der kann ja gerne mal beim Yannick nach Gamescom 2012 gucken. Und da dürfte man auch mal mein Gesicht sehen. Zwar nicht von nahem, aber ist schon dabei. Da waren wir nämlich... Stonebricks, warte mal kurz, Feuer aus Cleanstone? Ja, wir müssen erst Cleanstone machen. Okay, erzähl weiter. Wo war ich? Ach ja, Gamescom dieses Jahr jetzt erst einmal. Wahrscheinlich wird der Dölek auch dabei sein.
Der Dulit wird dabei sein, ich werde ihn zwingen. Ja, es wird schon. Und dieses Mal werde ich dann auch mal versuchen, meine Kamera mitzunehmen, dass wir also ich auch mal ein paar Ausschnitte aus der Gamescom 2013 mitgebe. Weil es wäre schon, wär 2014. Schon geil. Meine ich doch. Ja, ich lebe auch noch in 2013 manchmal. Ich meine, wir haben jetzt schon fast fünf Monate in 2014. Und ich denke manchmal immer noch, wir hätten 2013 beziehungsweise sogar noch 2012. Es ist einfach krass, wie schnell die Zeit vergeht. Das ist wohl wahr. Weil wir haben jetzt über viele Sticks, aber wir haben Zäune. Muss ja hier auch ein bisschen stylisch werden. Ja. Oh, muss gar nicht mehr machen. Ich hätte gedacht, die reichen. Was wollte ich holen? Es wäre geil, wenn da hinten ein Tier spawnt. Was mir gerade einmal aufgefallen ist, ich habe gar keine Saplings gepflanzt. Ah, das ist auch schlau. Ich wollte nämlich gerade mal gucken gehen, ob ich einen Baum fällen kann, aber ohne Saplings, die gepflanzt wurden, geht das schlecht. Ich meine, wir haben 40 Saplings, also. Das sind einige Bäume. Sogar gereicht, genau auf den Holzdings. Das ist doch toll. Ich fände es ja noch ganz toll, wenn es bitte aufhören würde zu schiffen. Ja, das wäre echt richtig geil. Das wäre super geil. Super geil. Ich werde mich jetzt wieder in die Schlacht begeben. Ich mache jetzt einfach mal hier hinten nochmal so einen Batzen hin. Muss ich halt nachher wieder so schnell abholzen, dass ich hier nicht mehr hinterherkomme. Aber ist jetzt erstmal, da wir ein bisschen Holzmangel haben. Ich esse mal verrottetes Fleisch. Für die Schlacht. Ja, gut. Und Holz muss ich mitnehmen, dann ist schon wieder alles kaputt. Hast du schon wieder ein paar Creeper hochgehen lassen, oder was? Ja, Creeper explodieren voll schnell. Ich habe gerade voll die lebensmüde Aktion gemacht. Was denn? Ich bin von dem Holzblock in der Mitte, bin ich hier hingesprungen. Von welchem? Von dem da in der Mitte bin ich hier hingesprungen. Okay. Ja. Wäre ich zu weit oder zu niedrig gesprungen, wäre ich mit meinem Eimer in der Unendlichkeit. Doch toll. Ah, oh, scheiße, ich habe gerade meinen Fuß gegen mein Knie gehauen. So, ist das richtig? Ja. Wundervoll. Den Fackeln. Das gefällt mir. Like. So, auf geht's in die Schlacht, Freunde. Den Action-Maction hier. Action-Maction? Ich will, dass sie mal einen Bogen droppen. Mini-Zombies. Was droppen denn Mini-Zombies eigentlich? Das ist gleich wie normale Zombies. Also, scheiße. Den verzauberten Bogen, gib mir den, du. Nee, Zombie-Fleisch. Keine Scheiße. Ja, das braucht doch keiner. Es wäre cool, wenn es Kuhscheiße gäbe zum Düngen, anstatt Bone Meal. Das ist auch so gesehen noch ein zweites Bone Meal. Nein. Ich spaste. Jetzt ist da alles zerfickt, ey. Nein, ich bin oben. Ich wollte von oben. Mann. Ah, da ist ein Baum gewachsen. Ich wollte von oben rein. Alter, wie schnell wachsen die Dinger? Ich wollte von oben reinboxen, aber. Ja, bin dann reingefallen. Meine Kräfte. Hey, es sind sogar zwei Bäume. Schon? Mhm. Der Baum ist nämlich vor einem anderen Baum gewachsen. Das sind auf jeden Fall schon mal nochmal 14 Rohholz. Und eine neue Melone. Und wenn es jetzt endlich mal aufhören könnte zu schiffen, wäre das nämlich ganz toll. Ich glaube, es fängt eher gleich auf. Was wir natürlich machen könnten. Du relockst kurz, während ich pennen gehe. Oh nein! Kann man natürlich auch machen. Warte. Erstmal muss ich hier wieder das Loch klicken. Ja, mach du. Lass dir Zeit. Wir haben noch 5 Minuten. Oh, der Enderman kriegt von dem Wasser auf die Schnauze. Kriegt er davon Schaden? Von Regen, ja. Der ist gestorben. Ich weiß nicht wo. Scheiße. Oh. Auf jeden Fall geh nicht bei uns unter der Insel hin. Wieso was da? Creeper und Zombie. Oh, geil. Oh, Holz. Jetzt relock! Warte, wo ist denn. Ich will mal kurz gucken, wo der Ich hab ne Enderpearl. Ich hab auch noch eine. Das ist gut, jetzt haben wir 2. Warte, ich komm erstmal zum Haus und dann. Ich penn hier schon, ich lieg hier so schön mit meiner nicht mehr vorhandenen Goldhose. Oh, Monsterbaum gewachsen, 2 Stück. Yes!
Wir haben Holz ohne Ende. Vor allem Saplings wieder. Hey! Gut. Wenn es jetzt noch aufhören könnte zu schiffen. Danke. So, jetzt zeig ich kurz einmal Aufnahme beendet. Jetzt sieht das doch schön aus. Und wieder Aufnahme angefangen, Alter. Damit man die IP nicht sieht. Guck dir, du kannst die IP auch verstecken, ne? Ja, ich hab's aber noch nicht gemacht. Ich hab keinen Bock, das herauszusuchen im Video. So. Ja, 2 Minuten haben wir noch. So in etwa. Wir haben noch 5 Minuten. Ja, ein bisschen weniger. Wir haben noch 5 Minuten. Ich hab einen Timer. Echt? Dann hast du ihn aber spät gestartet. Ich habe den sofort gestartet, als du Go gesagt hast. Das werden wir ja sehen danach. Geil, Spinnenfäden. Wie viele? 5 Stück! Komm rüber. Das heißt, wir können dann nochmal ein Stück Wolle machen. Haben wir keine mehr? Nein. Haben wir wieder ein Stück, 1 von 4 Stücken Wolle. Da oben ist ein Creeper. Hinten am Baum. Ja, das ist der Creeper, der von unten hochgekommen ist. Warte, den schnappe ich mir kurz. Komm mal her, Creeper. Hopp, komm her. Und hopp. Ich müsste die Folgen eigentlich umbenennen mal. In was? Also die wir heute gemacht haben schon. Ach, kannst du danach machen. Ja, ja. Sortiererei? Es ist halt so, Kannst du den Baum abholzen, aber willst du warten, bis alles gewachsen ist? Am liebsten. Kannst du den Baum mal rüberkippen? Hier kommt dein Zimmer rein. Und hier ist mein Zimmer. So. Oder nee, hier so. Ich will das wieder auf dem Dachviecher spawnen, das war voll lustig. Du weißt schon, dass ich da oben deswegen extra die Fackeln hingesetzt habe. Ja, das war aber lustig. Das war lustig. Ja, toll für dich, dass es lustig war. Aber es war scheiße. Der Creeper, der nervt. Wieso habe ich 2 Schwerter? Ach, nee. Wahrscheinlich, weil du 1 von mir aufgesammelt hast. Oder weil du dir 2 gemacht hast, was weiß ich. Was wir aber hier eindeutig bräuchten, wäre ein bisschen mehr Sand. Für Fenster. Ja, das kriegst du ja nicht so einfach. Du kriegst hier gar keinen weiteren Sand mehr. Ja, deswegen. Die Insel haben wir nun nicht verdoppelt. Nope. Das ist da oben. Aber selbst dann, das wird auch nicht für Fenster im Haus reichen. Das würde denn kaum nicht mal für Scheiben wirklich reichen. Nee. Weil wir brauchen ja 6 Stück. Deswegen, das würde so gut wie gar nicht reichen. Das würde überhaupt nicht reichen. Aber man kann ja trotzdem hier Zäune als Fenster oder einfach nur freilassen als Fenster. Hm. Geht ja auch. Das können wir tun. Weil ich kümmere mich ja gerade mal so ein bisschen ums Haus. Ich kümmere mich wieder um die Monsterfalle. Ach, Old Europe ist dran. Ach, ist einfach ein wunderschönes Lied. Ich komme mit meiner Karatehand einen Cobblestone-Block kaputt. Das benutze ich ja auch wieder immer wieder gerne für Ankündigungsvideos. Warte mal, was mache ich hier eigentlich? Ja, geht doch. Hier. Da. Da gehört das hin. Geht doch ein Doppelfenster, wusste ich doch. So, noch das hier kaputt hauen und dann passt das. Ich frage mich ernsthaft mal, wenn ihr das hier seht, wir haben immer noch nicht die erste Folge oben. Deswegen, ich frage mich immer noch, ob das Projekt bei euch gut ankommen wird. Ja, das könnt ihr echt mal in die Kommentare schreiben. Wie findet ihr das Projekt? Sollen wir mehr denn Maps machen? Ja, weil die Maps werden, also es wird nur weitergeführt, wenn ihr dieses Projekt auch wirklich mögt. Weil ansonsten hat das ja gar keinen Sinn. Es kommt auf die Maps drauf an, die ihr sehen wollt. Genau. Also wir machen jetzt nicht irgendeine, wenn ihr sagt, die ist scheiße, dann würden wir nicht unbedingt die machen. Ja. Wir eine andere außer machen. Sie gefällt halt uns. Ja, also außer es ist jetzt so eine Muss-Map. Ja, so eine Must-Have, wie zum Beispiel Skyblock halt. Und Skyblock ist ja da so ein guter Anfang, ist bekannt und das wird schon. Mhm. So, außerdem haben wir noch einige Folgen vor uns, genau zu sein 20. Mhm. Ne? Ach Dödet, gucken Sie doch mal hier. Die ersten zwei Zimmerchen sind fertig. Ja, mach ich gleich, ich hab schon bei dem einen eine Tür reingesetzt. Oh, das ist schön. Auch sogar noch bei mir im Zimmer, finde ich gut. Wundervoll. Das ist genau so ein Guckloch hier drüben.
Perverser Spanner. Nee, du, wenn, dann musst du das schon anders machen. Wenn, dann gehört das so, warte. Wenn, dann muss das so sein. Hallo. Hallo. Nee, warte. So. Willst du Drogen kaufen? Ist das jetzt hier so eine Sünde begeben? Also so eine Sünde? Ja, hier so. Herr Pfarrer, ich habe gesündigt. Ich hatte Sex vor der Ehe! Okay. Du guckst so erst geradeaus und dann so zur Seite. Ja, halt in Scham muss man doch weggucken. Aber damit wäre auch diese Folge schon vorbei. Tut mir leid, dass ich schon wieder Spaßverderber sein muss, aber ich hab nun mal den Timer. Ja. Sogar mit kleinem Dach hier über dem ja. In der Tür. Cool. Gut, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, Leute. Und bis dahin. Tschüss.